Thema heute: Körperberechnung und allerlei dazu. Also, allerlei dazu, das heißt, wir werden auch ziemlich viel wiederholen. Wir werden allerlei Künste, die wir in Mathematik jetzt schon drauf haben, immer wieder einbeziehen. Wir werden Winkelfunktionen brauchen, wir werden selbst Logarithmen oder sonst was dazu brauchen. Darum geht's. Also sehr viel aus dem wahren Leben. Fangen wir mal mit einem ganz einfachen Beispiel an, was wir grundsätzlich dazu brauchen werden. Das ist der sogenannte Strahlensatz. Ich möchte jetzt bitte nicht, dass ihr euch den Strahlensatz wie folgt einprägt. Ich mache es mal in meinen Augen etwas ungünstig. S, A, B, C, D, Strecke S, A verhält sich zu Strecke S, B. Wie, guck mal, wie viel ich malen muss, wie Strecke und so weiter. Das bitte nicht so. Das ist Schmuck am Nachthemd. Das würde ich nie von euch verlangen. Ich hatte bei einem, ich kann ja mittlerweile den Namen auch sagen, leider ist der gute Herr schon gestorben. Ich hatte das Glück, bei einem super Mathelehrer den Strahlensatz in der 5. Klasse beigebracht zu bekommen. Nicht, weil ich Privatunterricht hatte, sondern weil der sich gesagt hat, warum soll ich denen das schon vorenthalten, den Schülern? Das kann man auch früher lernen. Und zwar, er hat es wie folgt gemacht: wenn ich einen Projektor habe, ich habe einen kleinen Projektor und entwerfe ein Bild und stelle meine Leinwand hier auf, dann ist das Bild nur so groß. Stelle ich meine Leinwand etwas weiter auf, dann ist das Bild entsprechend größer. Und dann kann man doch Folgendes überlegen, dann kann man doch sagen, wenn dieser Abstand zum Beispiel 1 Meter ist und das Bild ist auch 1 Meter groß in diesem Fall, dann lässt sich bestimmt rausfinden, dass wenn der Abstand 2 Meter ist, das Bild auch 2 Meter sein muss. Ne? So fing der an mit dem Strahlensatz. Das hat er damals mit so einem Tageslichtprojektor gemacht, mit so einem ollen Polylux, und hat uns das gezeigt. Da waren wir ganz froh und haben das eingesehen. Und dann hat er gesagt, und dann weiß ich noch wie heute, das kann ich jetzt bloß im Video nicht zeigen, dann hat er Kreidestaub hier reinschwirren lassen, hier überall dazwischen, und dann sah man auch den Strahlenverlauf tatsächlich. Und damit fing der an, und somit war uns eigentlich der Strahlensatz insofern klar, dass er dann gesagt hat, und das Gleiche, das machen wir jetzt mal ein bisschen lockerer. Wir gehen mal auf das Thema Strahlensatz insofern ein, dass wir sagen, wir haben hier zwei Linien, die sind parallel. Das ist so ähnlich wie unsere Wand. Und hier unseren Projektor, den wir entsprechend weiter weg aufstellen oder eben nicht. Dann, und jetzt kommt das Lustige daran, hat er gesagt, Leute, dann merkt euch nicht das mit den Punkten, sondern hat er gesagt, weil er aus Berlin kam, war, hat er gesagt, dann verhält sich Ditte zu Ditte wie Ditte Janze zu Ditte. So hat er einen Strahlensatz gesagt. Also Ditte zu Ditte wie Ditte Janze zu Ditte. Ist verrückt, ne? hört sich anders an, lässt sich aber in meinen Augen leichter darstellen, der Zusammenhang, als wenn ich das mit Strecke SA zu Strecke SB wie Strecke zu dies zu Strecke, ach nee, da malt man sich dumm. Und wenn ich jetzt hier noch entsprechende Maße ranmale, zum Beispiel, bleiben wir mal bei 1 Meter. 1 Meter hier und das sind 0,5 Meter. Dann ist das dunkelgrüne zum Beispiel 1,5 Meter. Und wie groß ist dann x? Jetzt kann ich eine Verhältnisgleichung aufstellen, die wesentlich leichter aussieht, denn ich sage, x verhält sich zu 1,5 Meter wie, und jetzt kommt das in lila, 0,5 Meter zu 1 Meter. Ja, und jetzt muss ich bloß nochmal überprüfen, steht das Richtige auf der richtigen Seite. Die Senkrechte hier, diese grüne Senkrechte, verhält sich zu ihrer langen Linie vom Strahlungspunkt ausgehend, wie die Senkrechte zu dieser Linie vom Strahlungspunkt ausgehend. Das war ausführlich. Also senkrecht steht oben auf dem Bruchstrich, Meter habe ich vergessen. Senkrecht das x steht oben auf dem Bruchstrich, dann kann ich nichts mehr falsch machen. Das Ding, um das rauszubekommen, macht man dann ganz einfach, was stört. Durch 1,5 Meter, also mal 1,5 Meter. Und x ist dann, und jetzt kommt wieder eine schöne Stelle, wo ich ihm auch dankbar bin, 0,5 Meter mal 1,5 Meter geteilt durch 1 Meter. Und jetzt kann ich anfangen zu tippen, mit dem Taschenrechner hatten wir damals noch nicht. Jetzt kann ich anfangen zu tippen, denn jetzt kann ich nochmal meinen Einheitencheck machen und kann sagen, aha, es kommt wirklich Meter raus und nicht Quadratmeter oder gar nicht mehr. Und wenn ich das jetzt ausrechne, die Hälfte von 1,5 Metern, 0,5 mal 1,5, ist 0,75 Meter. Jetzt überprüfe ich den ganzen Kram nochmal, und das werden wir brauchen und das werden wir auch in der Natur anwenden. Ich habe da ein kleines Gerät dafür. Dann kann man mit solchen Dingen
ruckzuck schnell mal Strecken errechnen. Wir machen jetzt gleich eine Übung dazu. Gucken wir noch mal, ist das logisch? Ja, es ist insofern logisch, wenn ein halb Meter großes Bild einem Meter Abstand entspricht und ich vergrößere den Abstand nicht auf das Doppelte, dann darf auch nicht das Doppelte des Bildes herauskommen. Und wenn ich die Zahlen überblicke und sage, das ist 1 zu 1,5 wie 2 zu 3, dann muss hier das gleiche Verhältnis gelten. Bis dahin Fragen. Vielen Dank für das Urteil. ich habe eigentlich noch eine andere Frage erwartet. Aber was ist denn, wenn ich sage, Ditte, ich sage das extra wieder so, verhält sich zu Ditte? Und ich frage dann anders, und Ditte verhält sich dann demzufolge? Und jetzt bleiben wir einfach im Bild. Wie Ditte. Logisch? Auch das gilt. Das muss genauso gelten. Oder noch eine ganz andere Farbvariante. Ditte verhält sich zu Ditte. Wie? Warte mal, habe ich dunkel? Na, ich nehme mal das Braun dazu. Wie? Also nochmal, ich habe hiermit angefangen. Das war erster Schritt, zweiter Schritt. Also, das erste verhält sich zum zweiten. Wie? Und jetzt kann ich es mir aussuchen. Die dazugehörige, nämlich die kurze zur langen. Oder wie die kurze zur der langen. Im Prinzip ist es ganz leicht. Hoffe ich. Nochmal anders gesagt. Wenn ich mit diesem Verhältnis anfange, das kleinere Bild verhält sich zum größeren Bild, also A verhält sich zu B, dann darf ich um Gottes Willen nicht die Reihenfolge durcheinander werfen. Dann muss ich sagen, dann verhält sich C, denn C geht bis hierher, bis zu A. Das passt zusammen, die beiden passen zusammen. Dann verhält sich dann zu D, genauso wie A zu B. Ich darf nur nicht die Reihenfolge durcheinander ballern. Oder ich setze noch einen drauf, wenn ich die Strecke dann E nenne. Oh, nee, das war kein E. E nenne und diese Strecke, die ganze F, dann muss ich wieder die Reihenfolge einhalten. Achtung, was ich hasse, ist das gleiche Zeichen, deswegen mache ich einen Pfeil. Dann muss ich sagen, E tippt an A an, also muss ich E zuerst nehmen und dann zu F. Wenn ich das über Kreuz mache und richtig kürze, kommen zwar auch Meter raus nach dem Kürzen, aber ich kriege lauter Blödsinn raus. Deswegen hinterher immer noch mal überprüfen, so wie ich eben gesagt habe, na, ist denn das Bild wirklich so groß hier, ne? 0,75 Meter haben wir für das X rausgekriegt. Ja, denn der Abstand ist nicht gleich doppelt geworden, sondern bloß anderthalb mal so groß. Also muss das Bild, das neue, auch anderthalb mal so groß sein. Habe ich das jetzt ausreichend erklärt? Gut, danke. Dann jetzt mal zu einer Übungsaufgabe. Und jetzt sind wir schon mitten in der Natur. Und zwar das kleine Gerät, das zeige ich dann später. Wir machen das mal einfach mit dem Daumen. Ich stehe hier und gucke mit meinem Auge. Das bin ich, ne? Sieht man, oder? Na, warte mal. Augenbrauen, Nase. Gut. Also, ich gucke und peile über meinen Daumen hinweg. Hier sei mein Daumen. Und zwar, der Daumen ist gerade so breit, dass er ein entferntes Objekt, nehmen wir mal an, das sei ein PKW, von dem ich zufälligerweise weiß, dass dieser PKW genau 2 Meter breit ist. Wie komme ich jetzt dazu, die Entfernung hier rauszukriegen? Und da brauchen wir eine Arbeitsskizze. Also das funktioniert bei überstrecktem Arm richtig. Ich habe das jetzt hier sehr schematisch dargestellt. Wenn ich jetzt die Breite meines Daumens mit 2 Zentimeter annehme und die Entfernung vom Auge bis dahin mit 75 Zentimeter annehme, jetzt könnte man mit Kosinussatz und Ähnlichem, könnte man sich denken, da das sowieso bloß 2 Grad sind, das sind übrigens 2 Grad, über den Daumen gepeilt sind 2 Grad, 2 Winkelgrad, kann man sich auch merken. 2 Zentimeter, 2 Grad. Also wer einen schmaleren Daumen hat, ist natürlich weniger Zentimeter, aber die 2 Grad stimmen komischerweise bei jedem Menschen. Meine typische Entfernung sind 75 Zentimeter und 2 Zentimeter Daumenbreite. Dann kann ich jetzt hier raus, in entsprechenden Farben werde ich es wieder darstellen, kann ich nämlich was anderes machen. Guckt mal hier. Dann habe ich hier noch einen Strahl, nämlich ausgehend vom Mittelpunkt des Auges habe ich hier 1 Zentimeter und die Hälfte des Autos ist demzufolge bloß noch 1 Meter. Und wie komme ich jetzt letzten Endes zu meiner Gleichung, indem ich wieder Ditte zu Ditte und Ditte zu Ditte aufstelle und dann geht das los. Fangen wir mal an, wa?
Und jetzt kommt nämlich der Vorteil der Einheiten, wenn ich die grundsätzlich dazu schreibe, und ich werde es sowieso fordern, also ihr kommt da nicht drum rum. Ich schreibe wie folgt. Ich möchte ja die Entfernung, hier die rote, von hier bis hier, die möchte ich wissen, hier, das ist sie. Schreibe ich also x wieder hin. X stößt an die 2 Meter an, aber hier, ich nehme mein kleines Dreieck, das rote, also sage ich, x verhält sich zu 1 Meter. Wie? Und jetzt, Achtung, ich habe mit der, in diesem Fall waagerechten Linie angefangen, jetzt muss ich mit der entsprechenden kürzeren Linie anfangen, wie 75 Zentimeter. Das ist nämlich auch die waagerechte, die hier an meinen 1 Zentimeter anstößt. Und wenn ich das umstelle, mal 1 Meter, in diesem Fall zufällig 1 Meter, dann habe ich hier 75 Zentimeter mal 1 Meter durch 1 Zentimeter. Mir kommt es jetzt darauf an, dass ihr das mit den Einheiten erkennt. Wenn ich die Zentimeter rauskürze, bleibt das echte Meter übrig. Und das sind in diesem Fall dann x ist 75 Meter. Also, ihr nehmt dann natürlich für kompliziertere Berechnungen den Taschenrechner und das werden wir jetzt gleich mal machen. So, 75 Meter ist die Entfernung. Jetzt werden wir mal von hier bis rüber zum Gebäude einen Test dieser Aufgabe durchführen und das selber mal rechnen. Jetzt haben wir hier eine Pi mal Daumenrechnung genommen, das heißt also, das sind alles sehr ungenaue Werte. Eine Idee kam noch. Warum sollte ich nicht, das mache ich jetzt mal fett mit Lilla, warum sollte ich nicht sagen, ich nehme zwar in der Mitte diesen Strahl von S ausgehend und setze ihn entsprechend ins Verhältnis zu diesem ganzen Bild und zur ganzen Daumenbreite. Geht genauso. Aber das jetzt nebenbei. Jetzt machen wir es ein kleines bisschen genauer. Und zwar folgende Werte. Die Rechnung basiert jetzt darauf. Ich sage, das hier hinten sind 2 Meter, davon gehe ich aus. Und ich habe ein Lineal gemessen und habe hier übers Lineal, also richtig mit Skala und so weiter, habe ich eine Breite, eine echte Breite von 2,5 cm gemessen. Ist klar, das müssen wir jetzt nicht nochmal durchrechnen. Dann kann man natürlich wesentlich genauere Werte erwarten. Logisch? Ich hoffe. So, warte mal. Gut, das zum Thema Strahlensatz. Werden wir brauchen, wenn wir nämlich, wir können nicht immer überall hochklettern oder über alle Flüsse schwimmen, um irgendwelche Meter und so weiter auszumessen, sondern wir müssen uns manchmal mit solchen Mitteln erstmal rantasten. Jetzt mal was Grundsätzliches zum Thema Körperberechnungen. Ich wiederhole nochmal, das war Thema der 7., 8., 9., 10. Klasse, 7., 8., 9., 10. Klasse, kommt immer wieder. Ich nehme mal folgendes Beispiel an. Ich lege einen Bierdeckel hier hin und lege noch einen Bierdeckel oben drauf. Ich lege noch einen Bierdeckel oben drauf und noch einen, noch einen, noch einen, noch einen, noch einen, noch einen, noch einen. Und irgendwie lege ich die ganz schief hin. Egal wie. Also das heißt, wenn ich hier eine Linie ziehen würde, würde die ganz unregelmäßig laufen. Dementsprechend, an welchen Satz erinnert uns das? Es geht letztendlich nur ums Volumen. Ich möchte das Volumen dieses Stapels berechnen. Dann kann ich doch Folgendes sagen: Das Volumen dieses Stapels ist, wenn es meinetwegen 20 Bierdeckel sind, 20 Bierdeckel mal das Volumen eines Bierdeckels. Eines Deckels. Oh Gott, wenn man nicht schreiben kann, ist Mist. Eines Deckels. Bis dahin logisch. Naja, verzichten wir drauf. Aber ich wollte auf was anderes hinaus. Auf solche schräg verlaufenden Körper, das kennt ihr. Und zwar der Satz des Cavalieri. Vare italiano, eh? Ach, Mann, 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 Mann. Cavalieri. Dieser Herr hat Folgendes erkannt. Und zwar, das kann man sich auch schön mit einem Kartenstapel klar machen. Wenn ich einen Kartenstapel ganz fein säuberlich, also Spielkarten, ganz fein säuberlich übereinander lege, habe ich einen normalen Quader. Und da gilt Folgendes. Da gilt, nee, gelb ist nicht schön, die Grundfläche, die hier unten drin liegt, wenn die gleich der Deckfläche ist, die hier oben drauf liegt, dann gilt V ist Grundfläche mal Körperhöhe. Das sei die Körperhöhe. Wenn ich jetzt diesen gleichen Stapel schnappe und diesen Stapel verschoben hinlege, dann bleiben es die gleiche Anzahl von Karten. Also ich verschiebe die alle und habe einen ganz schrägen Stapel da liegen. Total schräg, aber das bleibt die gleiche Anzahl von Karten. Dann kann ich wieder sagen, naja, die Grundfläche ist deswegen nicht anders geworden, die Deckfläche, die Grundfläche ist die gleiche
Und die Körperhöhe, der Stapel ist nämlich noch genauso hoch. Also kann ich wieder sagen, V ist Grundfläche mal Körperhöhe. Kennt ihr den Satz noch gar, ne?